Aber Österreich braucht ja Läufer, die in die Weltspitzenklasse vorstoßen können. Für den nationalen Ruhm, für Österreich, muss das Kind eben Opfer bringen. Ja. Wie viele Sprünge machst du denn dafür? 14 auch. Was für Flüge hast du? Ich habe in der Kühe. Diese beiden 10-jährigen Eisflühe, Sonja und Brigitte aus Wien, leben bereits seit Jahren dem Eissport, der mehr als ein Hobby für sie ist. So sieht ein Durchschnittstag von Brigitte aus. Um 5:45 Uhr gehe ich in die Schule. Und wenn der Unterricht aus ist, dann gehe ich am Eislaufverein. Dort bringt mir die Omi das Mittagessen. Und wenn sich's ausgeht, mache ich in der Umkleidekabine die Aufgabe. Und um 1:45 Uhr ungefähr gehe ich Pflichtlaufen. Um 4 dann beginnt dann das Kürlaufen. Nach dem Kürtraining habe ich am Dienstag von 7 bis 8 Ballettunterricht. Und am Mittwoch ist dann schon um 5 Uhr aus und da gehe ich dann von 6 bis 7 zum Konditionstraining. Nachher fahre ich dann nach Hause, da durch Abendessen und durch Lernen und dann später gehe ich ins Bett. Zum Spielen habe ich keine Zeit, weil ich lieber trainieren gehe, weil ich gerne Eislaufmeisterin werden möchte. Das Atelier von Brigitte Saugstad sind Natur und unterschiedliche Werke ihrer Feinsteinzeug-Ton-Keramikarbeiten zu sehen. Die ehemalige Eiskunstläuferin hat sich ganz der Gestaltung hingegeben, wobei ihre Hauptelemente die Eisprinzessin und die Ganeshas, eine Volksgottheit im Hinduismus, sind. Ich habe eigentlich nach der Matura mit Restaurieren angefangen. Also das hat mich sehr interessiert. Und ich habe einen Ausbildungsplatz bei einer sehr tollen Restauratorin, Parisini, bekommen und habe nebenbei Kunstgeschichte studiert und dann auch ein Jahr im Belvedere in der Restaurierung volontiert. Und so hat sie den Weg zur freischaffenden Künstlerin gefunden. Ihre Arbeiten werden selbst gebrannt und auch bei den Glasuren experimentiert sie sehr gerne. Ein längerer Aufenthalt in Indien mit ihrem Ehemann Edward hat sie mit dem Rakubrand in Berührung gebracht. Es ist jedes Mal ganz toll, nach einem Brand den Ofen aufzumachen und zu schauen, wie ist die Glasur, hat sich der Ausdruck irgendwie geändert, weil ich habe das Gefühl, die Skulpturen fangen eigentlich zum Leben an nach dem Brennen.
Die tanzenden Körper der Eisprinzessinnen lassen häufig wiederkehrende Formen erkennen. Die Ausstattung mit Textilien bildet den Kontrast zum spröden Material der Kunstwerke. Wechselt sie bei ihren Arbeiten in unterschiedlichen Bereichen hin und her? Sprunghaft, ja, aber ich arbeite an gewissen Serien, also zum Beispiel die Serie der Eisprinzessin, aber auch gleichzeitig doch an meiner Serie, zum Beispiel das innere Kind mit dem Ganesha. Es gibt Themen, die macht man und dann sagt man, okay, das ist jetzt erledigt, also es interessiert mich nicht mehr. Aber da habe ich das Gefühl, das ist so wie eine, also nicht, wie man sagt, eine Quelle, die immer sprudelt, und das macht mir einfach so Spaß. Und sie auch zu verändern, also je nachdem, entweder geschmückt mit Gold und Steinen oder dann wieder ganz einfach und archaisch. Das waren die ersten Arbeiten von Brigitte Saugstad. Mittlerweile werden ihre Arbeiten bei internationalen Fachmessen und Ausstellungen präsentiert und finden weltweit bei Kunstliebhabern und Fachkritikern große Anerkennung.